Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush von TheFic89 zurück bei Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, im letzten Part haben wir erstmals nur einen einzigen Bosskampf mit Rico im Reich der Dunkelheit gehabt. Und ja, haben. Und ansonsten gab es einen Haufen Cutscenes, um die Story voranzutreiben. Und ansonsten, ja, geht's jetzt hier weiter. Wir haben jetzt zudem noch ein Gummifon bekommen dazu. Und es scheint, als kommen wieder die guten alten Gummischiff-Missionen zurück. Im ersten Teil fand ich sie eher meh. Im zweiten Teil gefielen sie mir schon besser. Das waren schon richtig coole Space-Shooter-Einlagen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das hier umgesetzt haben. Reisen durch den Ozean dazwischen. Die Steuerung des Gummijets: drücke L1 und R1, um zu beschleunigen, drücke die Taste erneut, um zu bremsen. Durch das Drücken auf L3 kannst du 180 Grad Wende machen. Um die Stelle fortzubewegen, nutze zusätzlichen Schub, drücke Kreis, um eine Einheit deiner Schubleiste für einen Geschwindigkeitsschub einzusetzen. Du willst weiterhelfen, um erneut zu Gym zu gelangen. Oder mehr über das Reisen mit den Gummijets zu erfahren, drücke Options, um das Spiel zu pausieren und wähle dann Gummihilfe aus. Angreifen mit dem Gummijet natürlich mit X-Knopf. Es gibt bestimmte Objekte, die du mit deinen Attacken aufschießen kannst, um deinen Weg zu oder meinen Weg oder Items freizulegen. Drücke X oder R2, um deine Waffe abzufeuern, und zwar in die Richtung der Zielmarkierung. Gefahren umschiffen. Drücke Viereck, um eine Rolle in beliebige Richtung zu machen. Nutze Rollmanöver, um Kollisionen mit Asteroiden zu vermeiden oder generische Attacken auszuweichen. Do a Barrel Roll! Oder mach eine Fassrolle! Wer kennt das? Hä? Hä? Ab damit in die Kommentare! Und es wird gleich ein Herz dafür geben. Während deiner Flugreisen solltest du diese Bildschirmanzeigen im Auge behalten. Weltmarkierungen: diese Markierungen zeigen Welten an, die du noch nicht besucht hast. Steuere eine Markierung an, um zu der jeweiligen Welt zu gelangen. Trefferpunkte: wenn deine Trefferpunkte auf 0 fallen, wird dein Chat zerstört. Schubleiste: zusätzliche Schub benutzen verbraucht jeweils eine Einheit oder Leiste. Die Leiste füllt sich mit der Zeit wieder auf. So, jetzt muss ich mir das jetzt mal zugute führen. Also man muss jetzt direkt diese Gummischiff-Mission machen, statt dass man sich einfach auf eine Oberwelt bewegt und dann zur nächsten Welt zu gelangen. Man muss also direkt mit dem Gummischiff wieder so reisen, wie es im ersten Teil war. Och man, ich hoffe mal nicht, ey, weil das war wirklich das, was mir nicht so wirklich gefallen hat. Aber ich bin mal gespannt. Okay, dann mal los. Ja, alles wie gehabt. So. Oh. Ach so, wir beschleunigen erst, wenn wir. Jetzt bremsen wir und dann. So, das können wir aufschießen. Ach so ist das, ha? Huh? Belohnungen. Für das Ausschalten von Gegnern oder Erkunden des Ozeans dazwischen hältst du manchmal Kugeln oder andere Belohnungen. Erfahrungskugeln. Sammle diese Kugeln, um deine Gummijet-Stufe aufsteigen zu lassen und dein Kostenlimit für das Bauen von Gummijets im Editor zu erhöhen. TP-Kugeln dieser Kugeln regenerieren eine geringe Menge und den Punkte des Jets. Drittens, Items für einzigartige Art Items. Also die also diese mit den Sternformen. Diese Belohnungen bestehen für Gewinn. Ich aus Gummisteinen bzw. wertvollen Items. Oh, da habe ich was bekommen. Ein Feuerergummi. Das nutzt man meistens zum Angreifen. Schneller unterwegs. Du wirst gerne ein wenig schneller vom Punkt A nach B gelangen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten. Nebelstreifen. Beginn dich Tunnel auslichtern und rausch mit hoher Geschwindigkeit hindurch. Du kannst den Nebel verlassen, indem du L1 oder R1 drückst. Tempospure. Temposphären oder Temporinge. Berühre die Sphären oder Ringe, um eine vorübergehende Geschwindigkeit zu halten. Die Ringe ändern außerdem deine Flugrichtung. Wow!
Jetzt kann ich aber schon ein bisschen besser steuern, kommt mir so vor. Gummikämpfe. Sei vorsichtig, wenn du Herzensmarkierungen auf dem Gummiradar siehst. Steuerst du Markierung an, wird ein Kampf ausgelöst. Die Kampf in DC. Bedingungen sind in Kampf zu Kampf verschieden. Die Regeln findest du im linken oberen Bildschirm, sobald der Kampf beginnt. Schwierigkeitsgrad. Die Anzahl der Sterne auf dem herzlosen Markierungen zeigt an, wie schwierig die Kämpfe jeweils sind. Wenn deine Gummistufe noch niedrig ist, hältst du dich vielleicht besser noch fern. So, ich habe ja die Markierung schon gesehen. Da ist es. Kampfsteuerung, Bildschirm anzeigen. Die Steuerung ändert sich geringfügig, wenn ein Kampf beginnt. Neige. Blick nach Luxig, um nach oben und links und rechts zu bewegen. Halte für Dauerfeuer X oder R2 gedrückt. Bildschirm anzeigen. Der linken oberen Bildschirm anzeigen. Ecke siehst du folgendes: deine Punktzahl, die Anzahl besiegter Gegner und deinen Kampfrang. Alles klar. Suche eine höhere Punktzahl, um damit einen besseren Rang zu erreichen. Von E bis hinauf zu A. Je höher dein Rang am Ende des Kampfes, desto besser fallen deine Belohnungen aus. Okay, jetzt kommen wir praktisch zu einem Kampfbereich, so wie es damals noch im zweiten Teil noch war. Also es ist eine Mischung aus dem ersten und zweiten Teil, nur verbessert, wie es scheint. So. Aua! Ja, toll, den konnte ich nicht mehr abschießen. So. Ja, die habe ich alle markiert. Wow! Ja, schon bin ich auf B-Rang hochgestiegen. So. Alter, reicht überhaupt nicht. Ja, meine Kraft reicht noch leider noch nicht so viel aus. Könnte ich auch irgendwelche Spezialwaffen einsetzen? Noch bin ich auf B-Rang. Ja, tatsächlich habe ich nur den B-Rang erreicht. Schade. Aber immerhin besser als die niedrigeren Ränge. Knopfsticker, Marmormaterial, Leichtmaterial, Erfahrungskugel ins 3 für 600, nicht schlecht. So, da ist eine weitere Markierung, sehe ich gerade. Hier kann man ja auch ballern. Dass sie das jetzt sozusagen getrennt haben voneinander, weiß nicht, was ich davon halten soll. An sich ist das ja keine schlechte Idee, finde ich. Noch mehr Erfahrungskugeln. Immer her damit. Und auch Kohle bis zum Abwinken. Hätte ich lieber diesen Strom hier vermeiden sollen, wir dann. Weil dadurch sind wir jetzt auch die Belohnung entgangen. Aktuell habe ich jetzt Stufe 2. Ups. Da bin ich in Hindernis reingerast. Okay, dann bekämpfe ich mal den hier. So, das nächste Ziel ist da weiter vorne. Lädt sich das auch irgendwann auf? Dieser Schub? Das sind jetzt hoffentlich nicht wieder dieselben Gegner, oder? Ja, das sind wieder Gegner, die mehr Treffer brauchen als nur einen. Die brauchen nur einen. So. Okay. Sehr schön. Ah, ein übersehen. Wow. Das ist ein ganz schön Laser ein. Ha! Aber das hat mir nichts gebracht. Ja, nicht schlecht gerade. Nicht schlecht. Da musste ich ausweichen. Ah, da sind sie wieder weg. Oh, jetzt habe ich den A-Rang. Okay, das muss ich halten. Und das wär's. Nice, wir haben den A-Rang. Sehr schön. Oh, Nashornkäfer. Eine neue Gummi-Chat-Art, oder wie soll ich das verstehen? Das haben wir schon Level 4. Sehr schön.
Komm ich überhaupt noch zu den Ringen hier? Wo sind die denn? Ist da, wo sind die ganzen Ringe hin? Da. Boah, da bin ich ja total aus dem Kurs gekommen. Schatzsphären? Schatzsphären enthalten seltene Items, die dir darauf, die nur darauf warten, von dir freigeschalten zu werden. In Schritt 1 schieße auf die Schatzsphäre, um sie zu aktivieren. Schritt 2 verbinde die Schaltkreise. Lokalisiere die Zahnräder und schieße so lange darauf, bis die in der richtigen Position sind und die Schaltkreise miteinander zu verbinden. Aber schau genau hin. Manche Zahnräder sind Attrappen, die keinerlei Funktion haben. Wenn du alle Schaltkreise erfolgreich verbunden hast, öffne die Frickelung der Schatzsphäre. Du kannst das Minispiel R1, L1 oder R1 beenden. Aha! Da haben wir also jetzt eine Schatzsphäre. So. Okay, jetzt muss ich aber versuchen, den richtigen Weg hier zu nehmen. Also umdrehen. Na, dreh dich mal anständig um. Boah, das Steuern ist aber echt schwer da. In dieser Situation. Okay. Dann nochmal immer feste drauf. So, miteinander verbinden, come on. Sehr schön. Aber aufpassen, einige sind ja Attrappen, das weiß ich. So. So gut wie verbunden. Was fehlt hier noch? Ah ja, hier. Okay, war's das? Wir haben's! Das war easy. LOL, das gibt EP und so viele Items! Guck sie das eine an! Krasse Kacke! Das hat was gegeben. Hier. Oh ja, und hier können wir zerstören. Okay, also diese Ringe markieren schon, dass es hier weitergeht. Oh, auch natürlich Hindernisse. Da wir Kloßbrühe, die müssen auch sein. Also auch außerhalb der Gegner. Wow. Das ist trotzdem nicht leicht zu steuern hier. Ich möchte auch unnötig was übersehen hier. So, hier bin ich durch. So. Und das wär's. Bauplanfragmente. Bauplanfragmente sind über den Ozean dazwischen verstreut. Sammle alle Fragmente eines Satzes, um einen wertvollen Spezialhauptplan plus belohnt zu werden. Um deine Belohnung einzustreichen, drücke Options, um das Spiel zu passieren und Informationen Gummivision aus. Dort hältst du dann den Spezialbauplan plus. So. Wer bist du drauf? Auf diese Hindernisse hier. Okay, ich sehe schon wieder eine herzlose Markierung. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen falsch hier, scheint mir so. Also ich habe schon einiges einkassiert hier. Auch was dafür. Was ist das? Das tut anscheinend auch nichts zur Sache. Autsch. Selbst wenn ich da durchkomme. Wow, Alter! Von Karacho hier rein, ey. Komme ich ja auch mal raus?
Ich glaube, ich sollte wirklich jetzt erstmal mein Storyziel hier folgen. Und das ist hier lang. Bitte. Na toll, ohne die Markierung. Das ist jetzt schwer, mich zurechtzufinden, was das betrifft. Alter, ich sehe gar nichts. Wo lang jetzt? Oh. Gut, erstmal das hier zerstören, um eine weitere Belohnung zu erhalten. Au. Zum Glück nehme ich dadurch keinen Schaden. Ich glaube, ich muss mich jetzt nicht immer unbedingt jeden Herzlosen herstellen. Was ich will, ist jetzt endlich mal im Ziel angelangen. Ich glaube, da muss ich jetzt mal in den Strom hier rein dafür. Oh! Die Welt von Glöckner vom Notre Dame? Da müssen wir hin? Nein, das ist Twilight Town! Oh mein Gott! Das sind wir also. Aber ist es das, was wir wollten? So, dann machen wir nochmal diese Rolle. Dass wir uns umdrehen. So. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Ah, hier. Damit haben wir eine bessere Übersicht. Da ist der Olymp. Twilight Town. Hier haben wir eine Übersicht auf die ganzen bisherigen Welten. Schatzsphären. Und jetzt sind wir gerade bei Twilight Town angelangt. Die ganzen Wegpunkte. Ja, da gibt es bestimmt noch mehr. Da kann man eine Wegmarke setzen. Aber was ich brauche, ist erstmals Gummihilfe. Zu beschleunigen oder zu bremsen. L3, okay, ja. Verstehe schon. Also der rechte Analogstick. Okay, dann begeben wir uns jetzt endlich mal nach Twilight Town. Das war erstmals genug. Wir müssen ja nicht alles hundertprozentig machen. Das wieder nur, um die in andere Welten zu reißen. Will mir das gefallen? Ja. Nicht so wirklich. Es ist okay im Großen und Ganzen, dass sie das jetzt beide miteinander kombiniert haben. Bei mir ist lieber, sie hätten es so wie in Kingdom Hearts 2 gemacht. Dass man einfach, um in eine Welt zu gelangen, eine Shooter-Passage macht und ansonsten einfach ganz schnell von Welt zu Welt reisen kann. So ist auch, so ähnlich wie es auch in Birth by Sleep ist. Wohl eher schon so, aber... Ja, okay. Aber ich hab das auch gerade erst jetzt kennengelernt. Das neue System. Vielleicht gewöhne ich mich doch dran und vielleicht ist es doch besser, als ich jetzt am Anfang noch glaube. Man wird sehen. Erstmals auf nach Twilight Town, der nächsten Welt. Und auch eine altbekannte Welt, welche seit Kingdom Hearts Region of Memories existiert. Da bin ich mal gespannt, was sich hier alles verändert hat. Hoffen wir mal, dass es auch wirklich die nächste Welt ist und dass es noch keine andere dazwischen gab, die ich hätte vorher noch besuchen müssen, weil ich will nichts überspringen, ne?
Porsche. We forgot to fill Master Yen Sid in on what happened. Should we go back? Temperature, Sora. You mean about Maleficent and Zigbar? No, the others have already got enough on their plates as it is. Why go stressing them out? The three of us know how to handle a couple of old adversaries, right? Yeah, I guess. But doesn't that thing Pete said bother you? The Black Box? Come on, we're talking about Pete. That means it's probably no big deal. Oh, I don't know. Oh, cool! The trams are still here! Sora, it hasn't been that long. Feels like it. Maybe you're feeling what Roxas feels because he misses home. Mm-hmm. Actually, I ran into Roxas in the Sleeping Worlds. It was like seeing into his heart for the first time. And he was in the data skin, too. Uh-huh. It was a test to see if your data version was ready to face the hurt that you carry inside. Was I ready? I do know hurt. When I lost Riku and Kairi, and later when I lost the Keyblade, and you guys had to go on without me like that? Having no one to turn to was the worst kind of hurt, but that just shows how much you mean to me. Carrying around a little hurt can't be all that bad. Hurting is part of caring. Of course, any Sora's still Sora. So wait, if Roxas feels something, then we're in the right place. Roxas, I'm gonna find you. Huh? What is that? Nobody's! Da sind sie auch wieder. Coop-Kommandos? Was, bei den Traumfressern? Mit Coop-Kommandos beschwört Sora magische Manifestationen seiner Freunde herbei, die im Kampf zur Seite stehen. Du löst diese Kommandos aus, indem du im Kommandomenü Coop auswählst. Um ein Coop-Kommando auszulösen, benutzt du eine volle MP-Leiste, die beim Einsatz des Kommandos vollständig aufgebraucht wird. Im Gegenzug wird der Freund, den du heraufbeschwörst, dann die EP der Gruppe wieder vollständig auffüllen. Okay, das ist nice. Drücke Kreis, um die Höhe zu springen, also Coop Wunder, Miezenballon. Drücke Kreis, um die Höhe zu springen, dabei mit jedem von Wunder Mieze mehr mit Luft zu füllen. Drücke X, um auf einen Schlag die Luft abzulassen und davon angetrieben in die Gegner zu rasen. So Coop. Wunder Mieze! So ein niedliches Ding hier. So. Ah ja, Sprung. So. Immer fest drauf hier. Da zerplatzt er. Das war schon lustig. Aber das war's doch nicht. Sind ja immer noch Mats genug da. Oh, man kann sogar den Bräuner hochrennen. Das ist lustig. Oder nur noch der hier? Nee, da sind noch welche. Schade. Also konnte ich sie nicht alle erledigen. Wäre auch zu schön gewesen. Wow, war das... Oh, das war mit Donald das Teamfeuer. Dieser Sniper schon wieder. Das ist eindeutig Xigbars spezieller Niemand. Oh, jetzt kommt's. Geil, seine neue Form. Den Konterschild. Hasse Kacke, ey.
Schön, schauen wir uns das Finale an. Oh, Alter! Wohin soll ich steuern? Okay, ich krieg auch noch. Dann bekomme ich das hier. Oh Mann. Ich werde dazwischen auch noch angegriffen von der Ferne. Das ist für mich echt nicht in Ordnung. So. Alter, wie viele gibt's hier noch? Oh, hier liegt ein Haufen Stuff rum, den will ich mir nicht entgehen. So, wo sind die nächsten? Tja, wenn ich wüsste, wo der letzte steckt. Oder die letzten. Hell? Hier ist niemand mehr. Na, dann hole ich mir erstmal den Schatz, wenn ich schon dabei bin. Und das ist die Karte. Na, hier ist noch alles beim Alten, wie es aussieht. Das kommt mir noch ziemlich bekannt vor gerade. Hier komme ich nicht durch, solange hier noch Gegner sind. Da ist er! Oh, das war der letzte! Klasse! Der hat sich sonst wohin verkrochen! What was that voice? I know I heard it. I didn't hear it. You sure it wasn't the wind? Or something else? I'm pretty sure. Where'd they come from? Huh? Get the ice cream later! Oh. What? Hold up! See? Voices! New ones? What? Hainer? Pence? Olette? Oh, what is that? Hey! Sora! Hello, goodbye! Oh. Go! We got this! Natürlich der Dämonenturm schon wieder. Alter, wie viel KP hat der denn? Bist du des Wahnsinns? Okay. Zeit für die nächste Form. So. Kommt schon her. So, Zeit für das Finale. Komm schon, Pegasus. Immer feste Druf hier. Okay. Das war schon mal nicht schlecht. Okay, Goofy! Ein Einsatz! Bam! Sehr schön. What the? Ach so, so kann ich wechseln. Ja, ich glaube, jetzt brauche ich mal drin eine Potion. Der verflixte Dämonenturm. Ja, da verschwindet er. Wo ist er jetzt hin? Da. Sind die jetzt überall hin? Jetzt sind sie irgendwo unter der Erde. Die Markierung ist direkt drauf. Oh. Ja, ich glaube, sie sind bald wieder angriffsbereit, diese Viecher. Alter.
Na, warte! Sollte mal kontern versuchen. Das kann ich ja mit dem Schild ganz gut. Wo ist er denn schon wieder? Wieder, immer wieder. Ich weiß, wenn du mal stehen bleiben könntest. Ich weiß, ob ich überhaupt jemanden treffe mit den Blitzen. Ich greife einfach mal an und ja. Gehe auf gut Glück davon aus, dass ich ihn erwische. Ah! Und da taucht er mal aus dem Nichts auf. Ich suche nach dem verflixten Tumblefinde. Alter! Ich muss endlich mal diese Fähigkeit erlernen, mit der ich mich erholen kann von den Schlägen hier. Hm, es gibt wieder Obst hier. Alter Schwede, diese... Jetzt greifen die ohne Erbarmung... Aber uns an die ganze Zeit. So, jetzt komm mal her. Habe ich tatsächlich Müll bekommen? Da habe ich mich jetzt verlesen. Ist dir für irgendwas wichtig? Okay, gut abgewehrt, würde ich mal sagen. Wenn die mal bloß stehen bleiben könnten, das nervt langsam. Jetzt reicht's mal. So, hier bekommt ein paar Blitze ab. Ach, das wär's? Die sind aber noch nicht fertig. Oh, wir haben Vita drauf. Endlich! Nice fighting. Thanks, Sora. Hayner, Pence, Olette, it's been ages. What? It hasn't been that long. Yes, hey. Donald, Goofy, how are ya? We're good. Howdy there, Olette. So does this mean that weird stuff's going down again? You kidding, Pence? When have we ever seen a tornado of shadowy blobs before? It's not weird. This is unprecedented! Hmm, I guess it is. The creatures from the last time were bright white. These things must be new. Man, I can't wait to get to sleuthin'. We're already done with the school project, silly. Whatever's going on, you wouldn't be here unless you had a good reason. Which is? Well, actually, we're looking for Roxas. Roxas? That's funny. I don't know any Roxas, but the name sounds familiar. Maybe we bumped into him somewhere. That's one way to put it. Actually, he might have been friends with another version of you. Hmm? This photograph. Yeah, we've got the same one. Oh yeah, the other Twilight Town. It's like one of those spot the differences puzzles, except really easy. I guess in that town, we're friends with this Roxas person. Sora, let us help you track Roxas down. Really? Sure, he seems like a pretty cool guy. Yeah, he is. Great, then let's all go ask around town. If alternate us knew Roxas, then maybe alternate other folks did too. Mm-hmm. Sora, you three should go to the place in the photo. It's the old mansion. The three of us will cover places in town. Thanks. Oh yeah, I got this phone thingy that takes pictures. Wanna snap a photo while we're all here? Sure. That's a great idea.
Hmm? Wait, who's taking it? Oh. Hmm. Hey, tough luck. You drew the short straw. It's okay. I'm sitting out of the photo with you, Donald. Then you take the photograph. Everybody smile. Yep. Wow, that came out great. Oh, a lucky emblem. Lucky emblem? Oh yeah, they are huge right now. Supposedly, these things are hidden all over town. And if you get a picture of them, they'll bring you good luck. Cool! Wait, look guys, is that... You're right! I see it too! I knew it! Good luck, because they're not all this easy to find. Okay, we better start asking around. You start by checking out the old mansion. We'll catch up. Got it. Ach, dafür sind die Mickey Mouse Symbole da. Fotografie, drücke... Ah, das hier wahrscheinlich. Um eine Gummi- und eine Gummifon-Kamera vorzuheben. Die Fotos werden in deinem Fotoalbum gespeichert. Zu dem du gelangst, indem du das Hauptmenü öffnest und Gummifon-Fotoalbum auswählst. Du kannst bis zu 100 Fotos speichern. Wähle Spielhilfe im Hauptmenü aus, wenn du mehr über die Kamerasteuerung erfahren möchtest. Alles klar. Glücksembleme. Das Gummifon registriert automatisch alle Glücksembleme und andere beachtenswerte Objekte sich gerade im Bild befinden und setzt mittels einer entsprechenden Anzeige darüber in Kenntnis. Die Anzeige färbt sich gelb, wenn du die Kamera in die richtige Richtung ausrichtest und die korrekte Entfernung einstellst. Sind Richtung oder Entfernung falsch gewählt, ist die Anzeige rot. Zusätzlich erscheint unten rechts im Symbol, das dir verrät, was das Gummifon gerade registriert. Okay, so, da sind wir also wieder in Twilight Town. Ich habe bereits eins in der Nähe sehen können. Also, das war ja hier irgendwo, ne? Alter, man kann all... Struggle. Was zum Teufel? Ah, da konnten wir die Leute hier beeindrucken, alles klar. Kommen wir wieder auf den Zug rauf? Geht nicht, nö. Schade, aber das ging ja vorher im zweiten Teil. Jetzt ist wirklich die Stadt auch wirklich lebendiger als in den letzten Teilen, muss man sagen. Aber okay, oh ja, ich sehe gerade, der Part ist schon ziemlich lang. Also, wenn mir jetzt gefallen hat, Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also, seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for Fiction. Bis zum nächsten Mal von Let's Play Kingdom Hearts 3. Also, Wiedersehen und Tschüss, oder? Now you know